Schiff, liebe Rede und Anker klar, wir fahren wie aus auf Fang. Es singen die Wogen vom 18. Jahr, der Jungen stimmt ein in den Sang. Frischer Wind, weite See, blaues Wellenspiel. Schluss gemacht, wir wollten den Krieg nicht mehr. Wir wollten dem Volke erringen die Macht und griffen nach Buch und Gewehr. Frischer Wind, weite See, blaues Wellenspiel. So kämpften die roten Matrosen, die Brüder. Den Brüdern von Kronstadt gelang die Tat, die Kieler, die siegten nicht. Die einen, die kamen zum Arbeiterstaat, die anderen vor's Thema geriet. Vergesst nicht das Lied der Matrosen von Frieden und Freiheit und Brot in Kiel im September 17. Wer das Lied sang, der ging in den Tod. Denn die den Frieden wollten, die wurden ja Meutrer genannt. Matrosen sollten sterben durch Matrosenhand. Aber ein junger Heizer pfiff leise, Reise, 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 Brüder, seid bereit. Für unsere Stunde und unsere Zeit. Mm-hmm.
hat mich gebeten. Mein Junge, so füg dich da rein. Für andere gräbst du die Erde. Ja, so war's und so wird's immer sein. Doch frei wog das Meer, Kameraden, und ein Sturm zieht von See über Land, und die Matrosen, verstehst du, die haben den Wind, den Freien aus erster Hand. Da hat mir der Vater geraten, und willst du nicht Knecht sein, so geh. Zu Lande gibt's obere und untere, aber kräftigen Wind nur auf See. Denn frei wog das Meer, Kameraden, und ein Sturm zieht von See über Land, und die Matrosen, verstehst du, die haben den Wind, den Freien aus erster Hand. Und als ich mich angeheuert, da lachte der Bruder mich aus. Auch ihr sind ihr Knechte, wir steuern für die andern die Fracht nach Haus. Doch frei wog das Meer, Kameraden, und ein Sturm zieht von See über Land, und die Matrosen, verstehst du, die haben den Wind, den Freien aus erster Hand. Guten Morgen. Bitte die Einladung bereithalten. Bitte melden, namentlich zugeordnet. Moin. Von Peenemünde. Bitte die Einladung bereithalten. Sie sehen so klasse aus. Ich muss Sie einfach begrüßen. Jo, moin. Schönen guten Tag. Mein Name ist Scheier. Wir sind beauftragt vom Traditionsverband, hier einen Film über dieses Treffen zu machen. Darf ich Sie ganz kurz interviewen? Sie kommen aus? Rufen Sie aus Peenemünde. Aus der schönen Insel Usedom. Mit welcher Erwartung kommen Sie hier zu diesem Treffen? Das ist ja nun was Besonderes. Ja, ich sag mal 50 Jahre Volksmarine. Ich meine, ich war nicht von Anfang an dabei gewesen, aber immerhin von 73 bis zur Wende. Ja. Und welchen Dienstgrad hatten Sie und wo sind Sie gefahren? Stabsoberfähnrich. Stabsoberfähnrich und rückwärtige Dienste. Rolf Wichert. Dankeschön. Und bei Ihnen haben Sie auch, Sie wollen vielleicht Freunde wieder treffen, Bekannte? Einmal das und zum anderen mal auch die 50. Jahrestag ein bisschen auch wieder ehren oder daran erinnern. Ja, ich bin von Anfang an bei der Volksmarine gewesen, ja, seit 59 kann man sagen, bei Seeschreibkräften noch. Ja, und war dann Chief an Bord von Schiffen, verschiedene, ja, bis zur Wende sozusagen gedient. Naja, und jetzt mal das Treffen hier mal auch ehemalige Kameraden, ja, aus unserer Zeit wiederzusehen, richtig. Wenn Sie von Anfang an dabei waren, haben Sie dann an diesem an dieser Umbenennung, Namensumbenennung, waren Sie an Bord, also bei dem Manöver dabei am 4. September? Bei der Umbenennung von Volksmarine war ich dabei, ja. 1960. Dann, 60, da war ich aber in Stralsund an der Offizierschule. Tätig noch als Schüler. Also nicht direkt. 1959 war ich Matrose, ja, und bin dann 60 zur Offizierschule gegangen und da bei der Umbenennung war ich Offizierschüler. Gerhard Niepel. Ja, bitte. Ich danke Ihnen. Frau Scheier, Herr Dunkel, wir sind im Auftrage des Traditionsverbandes hier und drehen einen Film über dieses Treffen. Ja. Dürfen wir Sie fragen, was erwarten Sie von diesem Treffen? Ja, ich bin nun ein Fregattenkapitän AD, der in Eisenach in Thüringen gelandet ist.
der also Verbindung zu diesem Traditionsverband bisher nicht hatte und der sich aber freut, dass es diesen Traditionsverband gibt, der ein solches Event, das für mich, wie gesagt, Erinnerung an meine Dienstzeit sicherlich, das Wiedersehen mit Kameraden, die ich über 20, 30 Jahre nicht gesehen habe, verbinde und natürlich auch den von mir ehemals Verteidigungsminister Theo Hoffmann, einen hochgeschätzten Offizier, den heute gerne reden höre, zu Problemen, wie gesagt, der damaligen und der Jetztzeit. Und natürlich auch eine Emotion in mir steckt zu meinem ehemaligen Dienst in der Marine, die ich an sich heute etwas wiederbeleben kann. Das ist so meine Erwartung. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen. Wir Guten sind Tag. Vom Traditionsverband beauftragt, einen kleinen Film zu machen. Wir kommen von Rostock. Ja. Sie kommen aus Rostock? Von der Volksmarine. Mit welchen Erwartungen kommen Sie hierher? Ja, mit einer großen Erwartung. Ja. Groß, ja. Freuen Sie sich? Ja. Nein, unter Freunden und Kampfgefährten zusammen zu sein wieder einige Stunden und unsere Traditionen nicht zu vergessen. Okay, vielen Dank. Ja, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Mehr? Ja, kommst du auf der anderen Seite bitte? Ja. Guten Tag. Morgen. Dürfen wir Sie auch ganz kurz, wir sind vom Traditionsverband ein Filmteam und haben vor, einen kleinen Film über dieses Treffen zu machen. Wir würden gerne fragen, mit welchen Erwartungen kommen Sie hier zu diesem Treffen? Was bewegt Sie, wenn Sie hier Freunde sehen? Ja. Ja, das ist gar nicht so einfach. Da bewegt einen sehr viel. Also, ja, dass es uns gut gefällt und dass wir unsere Haltung, die wir bisher durchgehalten haben, auch hier bestätigt sehen. Vielen Dank. Viel Vergnügen. Ganz kurz sagen, wie lange Sie gedient haben, wo Sie gedient haben und vielleicht mit welchen Erwartungen Sie hierher gekommen sind. 12. Juni 1952. 30. April 1990. 38 Jahre. Wo? Zittau, Potsdam, Berlin, Dresden, Eggesin, Strausberg, Berlin. Und was erwarten Sie von dem heutigen Tag, dieses Treffen? Eine eindrucksvolle Ehrung der Leistungen der Leute von der Volksmarine. Vielen Dank, Herr Wünsche. Ich wünsche Ihnen was. Viel Erfolg. Wieder alte Kampfgefährten hier zu treffen. Ja? Viele haben wir lange Jahre nicht gesehen und deshalb ist die Freude groß, heute mal wieder zusammen zu treffen. Ja? Ja. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Mal sehen, wer wir noch kennen. Ja, da sind einige 80, da. Stell dir mal vor, 41 Jahre gedient. Da müssen wir mal gucken, wer man noch kennt. Wo haben Sie denn gedient? Ich erst in Rostock. Und dann in Greifswald. Ich komme jetzt von Greifswald mit dem Zug. Mein Sohn hat uns hergefahren, sonst hätte ich mich gar nicht. Nee. Dann wünschen wir Ihnen viel Vergnügen, ja, viel Spaß, dass Sie doch viele Leute treffen. Die habe ich schon rausgeschmissen. Wie läuft es denn? Zufrieden? Planmäßig nach unseren Vorstellungen. Einwandfrei. Der Minister ist ja schon da. Noch nicht da, der Admiral Hoffmann kommt noch, aber der Dashboard ist da, das ist Strelitz ist da und einige vom Präsidialrat. Front zur Flagge. Zur Flaggenparade aus Anlass der 50-jährigen Namensgebung Volksmarine für die Seestreitkräfte der DDR. Heißflagge.
Verehrte Gäste, als Präsident des Traditionsverbandes Nationale Volksarmee ist es mir eine Freude und Ehre, Sie zu unserer Festveranstaltung zum 50. Jahrestag der Namensgebung der Volksmarine begrüßen zu können. An unserer Festveranstaltung nehmen unser Armeegeneral Heinz Kessler, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte. Die Mitglieder unseres Präsidialrates des Traditionsverbandes sowie ehemals leitende Genossen des MFS, des MDI und der Zollverwaltung teil. Wir freuen uns, dass Militärattachés aus verschiedenen Ländern unter uns weilen. Stellvertretend für alle Militärattachés begrüße ich den Oberst im Generalstab, den belarussischen Republik Militärattaché Genossen Pawlukowitsch Gennady Iwanowitsch. Und wir begrüßen und danken besonders unserem Ehrenmitglied Admiral Theodor Hoffmann, der sich bereit erklärt hat, die heutige Festrede zu halten. Hiermit übergebe ich an Professor Dr. Fregattenkapitän Hans Fischer, der uns durch das Programm führen wird.